Hallo und willkommen zurück hier. Wir sind wieder auf der Elm Creek unterwegs. Unser Drescher ist ja nach der Fahrt vom letzten Mal angekommen. Ich habe den New Holland wieder zum Shop geschickt, weil wir. Achso, da muss ich erstmal das Maisgebiss abmachen. Ja. Weil wir den Anhänger brauchen. Wir wollen anfangen zu dreschen. Deswegen brauchen wir da das. Den Anhänger, der da noch rumsteht. Und bis der da oben ist, werden wir gleich mal ja schon in die Ernte gehen. Wir haben ja drei Felder, habe ich gesehen, die erntereif sind. Und ja, wie gesagt, und dann werden wir gleich mal hier reinhauen. Es muss ja irgendwo Geld reinkommen. So, aufgeklappt ist. Wir müssen mal gucken. Strohablage anschalten. Ich weiß gar nicht, was wir jetzt hier ernten. Gucken wir mal, wir machen mal die Karte weg, die brauchen wir nicht. So. Gut. Ja, wir ernten. Die Ernte werden wir auf jeden Fall erstmal direkt ins Lager erstmal alles bei uns reinkippen. Was wir versuchen werden, da müssen wir gucken, ob das geht. Wenn die Felder abgeerntet sind, will ich gucken, ob wir die Feldwege hier wegpflügen können und hier eventuell aus den drei Feldern hier unten ein großes machen können. Wir haben ja hier, warte mal, wo sind wir? Hier, dass wir die drei einfach gucken, ob wir die verbinden können. Ob das geht, das werden wir hier auch machen und bei den beiden werden wir es auch versuchen. Weil wenn das gehen würde, wäre das schon sehr gut. Aber wie gesagt, das müssen wir gucken, wenn wir dann die Felder abgeerntet haben. So, da gucken wir einfach mal, dass wir hier wirklich vorankommen mit der ganzen Geschichte. Ja, wir haben immer noch 800.000 Euro auf dem Konto. Also es sieht nicht schlecht aus, kann man sagen. Und ja, wie es wirklich hier mit dem Projekt weitergeht, werden wir, denke ich, mal sehen. Ich muss auch einfach mal Danke sagen an die ganzen Zuschauer, die die erste Folge angeguckt haben. Ich hoffe, dass ihr dabei bleibt. Gerne auch wirklich schreibt in die Kommentare, wenn ich was anders machen soll, wenn ich Tipps, Tricks, alles Mögliche. Immer gerne reinhauen in die Kommentare. Da bin ich sehr froh drüber. So, wir haben gerade gesehen, der ist angekommen. Das heißt, wir machen mal kurz das Hänger schon dran und lassen den wieder zurückfahren. Und wir könnten vermutlich auch direkt mit dem Drescher ins Silo überladen, aber das mag ich nicht so. So, dann lassen wir den wieder zurückfahren. Ziel setzen. Du sollst mir hier unten in diese Fahrtrichtung warten auf mich. So, hier brauchen wir nicht quer zu fahren. Das passt. Also ich muss auch wirklich sagen, auch so der Sound hier von dem Teil. Wenn man so ein bisschen näher rangeht. Einfach, also was den Sound angeht, haben sie sich hier wirklich übertroffen.
Anders kann man es einfach nicht sagen. Es ist einfach der Hammer. Ich bin auch noch nicht wirklich mit mir im Klaren, auf was wir uns hier spezialisieren wollen. Machen wir irgendwas mit Tieren oder gehen wir wirklich einfach in Ackerbau? Ich denke mal, für den Anfang ist, glaube ich, Ackerbau gar nicht so verkehrt. Und vielleicht gucken, dass man eben irgendwie die Produktion guckt, die Getreidemühle zum Beispiel. Dass man vermehrt eben Weizen, Gerste anbaut und da Mehl draus macht und vielleicht im weiteren Ding dann guckt, was man für die Bäckerei braucht. Wäre eine Option zum Beispiel, die wir uns auf jeden Fall angucken sollten. Und ja, Tiere generell kann man sich überlegen, aber was na klar zum Hofbau ideal wäre, ist zum Beispiel, oder wären die beiden Felder hier drüben. Da könnte man, denke ich mal, einen schönen Stall. Wir brauchen auch irgendwelche Hallen mal, also Unterstände oder so für Maschinen. Ist ja alles nicht so wirklich gegeben. Also müssen wir auch mal überlegen. Kostet aber auch eben dementsprechend. Was wir auf jeden Fall machen werden, ist, wenn wir nicht so viel selbst zu tun haben, dass wir gucken, dass wir Missionen arbeiten, um eben da auch an Geld zu kommen. Und na klar, mit den Jahreszeiten, also mit Seasons, müssen wir da klar auch gucken, wann bekommen wir für welchen Ertrag am meisten Geld. Das ist ja auch so ein Punkt. So, hier müssen wir auf jeden Fall demnächst dann die Strohballen auch pressen. Also, da müssen wir uns auch drum kümmern. So, ich bin mal gespannt, wann unser Traktor kommt. Man sieht aktuell noch nichts. Ah doch, da ist er. Ah, guck mal. Wenn man vom Teufel spricht. Aber wir sind ja noch nicht voll. Also, da haben wir noch ein bisschen Zeit. Und der bleibt jetzt, na klar, genau. Ah ne, gut, das fährt weiter. Ich wollte sagen, er bleibt genau da stehen, wo wir reinfahren wollen. Aber ne. Das müsste gerade sich so ausgehen. Ja, Helfer I hat die Arbeit erfolgreich beendet und das stimmt, da gebe ich dir recht. Ich habe ihn ja nur hierher fahren lassen und mehr nicht aktuell. So. Vorletzte Bahn. Dann ist das erste Feld runter. Dann müssen wir gleich mal gucken, welches dann noch reif war. Warten wir, wir können ja mal hier gucken. Ah, hier nur noch eins war reif. Ich hatte mal überlegt, ob man hier oben nicht auch gleich noch mehr Felder kauft. Weil, Mann, was haben wir denn hier drauf? Sojabohnen, die im Wachstum sind, die werden 100% gedüngt. Das wäre ja ideal. Und hier ist Raps drauf mit erntereifen Raps. Einfach mal zum Gucken. Die beiden, guck mal, 244, das ist gar nicht viel. Weißt du was? Das wäre halt auch nochmal ein Block, wo man sagen könnte, da könnte man auch noch ein Feld draus machen. Scheiß drauf, wir kaufen. Wir haben es gekauft. Das heißt, wir haben noch mehr zu ernten gleich. Erstmal hier einmal mit dem einen Feld fertig werden. Ich denke mal, jetzt haben wir genug Landfläche, um gut aufgestellt zu sein.
Wir haben noch 550.000 Euro, das heißt, wir können uns noch die eine oder andere Maschine kaufen. Da werden wir auch bestimmt noch was brauchen für die Zukunft. Gut, wir haben noch keine Seetechnik, glaube ich. Vielleicht noch ein. Na gut, wir werden uns eine Direktsaat auf jeden Fall holen. Vielleicht noch einen Traktor. Aber das eher nicht. Aber wie gesagt, das alles in Bälde. Da müssen wir mal gucken, wie gesagt, wie sich das Ganze weiterentwickelt. Was der hier hat, müssen wir mal hier kurz die Plane aufmachen. So, auch, ich weiß nicht, ob ihr das eben gehört habt. Auch das Plane öffnen und schließen hat Sound. Auch geil. Also wie gesagt, ich bin so begeistert. Das glaubt man gar nicht. Ups. Ja, nicht den neuen Traktor kaputt fahren. So, der lädt ab. Dann würde ich nämlich den gleich oben auf das neue Rapsfeld schicken. Da lassen wir dann mal kurz den Helfer arbeiten und wir werden uns darum kümmern, dass wir den einmal abtanken. Dann stellen wir den Anhänger oben hin und holen die Ballenpresse gleich. Wie gesagt, wir müssen gucken, dass wir hier Schlag auf Schlag auf Schlag arbeiten. Und eben durchaus immer mal wieder auch mit dem Helfer arbeiten. Wenn wir alles selbst machen, würden wir vermutlich nie fertig werden. So, ich muss mal ganz kurz hier mal die Rundumleuchte anmachen, während wir hier übers Feld, über die Straße fahren. So, jetzt sehen wir auch, wir sind im Raps und er hat hier die Rapsmesser mit dran. Auch geile Sache. Wir müssen wir hier kurz die Rundumleuchten ausmachen. So, Helfer ist drin, der kann arbeiten. Und wir kippen mal den, ich glaube das ist Hafer, wenn ich das so richtig sehe, kippen wir den mal schnell aus. So. Ja, genau, Hafer. Rein damit ins Silo. Ich will mal kurz was gucken. Jo, er zeigt, wenn wir hier rangehen, auch an, dass Hafer hier drin ist. So muss das sein. Ja, dann geht der jetzt einmal da nach oben. Und da kommt zwar jemand, aber den schaffen wir. Und während wir den Kollegen gleich wieder zum Shop fahren lassen, könnten wir gucken, wo wir vielleicht noch düngen müssen. So, hier muss ich vorsichtiger drehen. Nicht in die Frucht fahren. So, jetzt gucken wir mal, ob er von hier aus auch den Weg findet. Händler. War hier oben. Das da. Jo, das klappt. So, düngen. Düngen wäre noch interessant, wo wir da was machen müssen. So, wir machen das weg. Ja, das Feld ist nicht bearbeitet. Hier die 65. Jo, die wäre noch im Wachstum. Die könnte man noch bearbeiten. Und die 63 auch. Ja, komm, dann lass uns mal schnell die beiden Felder düngen. Und danach kann
der Johnny eigentlich auch zum Shop fahren und Gerätschaften runter buxieren. Oh, oh, ja, das war wieder klar, dass wir da dagegen fahren. Ja, komm. So. Helfer F wird durch ein Objekt blockiert. Gut, das ist bestimmt das Auto, was da steht. Ach, gucken wir mal. Ja, was eben hier wirklich jetzt fehlt, ist GPS. Man sieht nicht, wo man gedüngt hat, wie breit man ist. Da hoffe ich mal, dass das bald erscheinen wird. So, wir machen mal hier möglichst wieder am Rand erstmal. Dann sehen wir, ob wir noch eine Bahn in der Mitte machen müssen. Ja, es ist schmal. Da ein schmaler Streifen kommt. Ist egal, da fahren wir noch mal hoch. Weil so hoch ist jetzt der Düngerverbrauch auch nicht, wie man sieht. Und Ordnung muss sein. So, dann passt es. Dann gehen wir eben hier noch auf die 65. Machen das noch schnell fertig. Ja, sieht auf jeden Fall schon mal gut aus. Und wie gesagt, für euch wird es ja, ja im Grunde heute Nacht, also 0 Uhr am Montag, werdet ihr ja das Spiel bekommen, dann könnt ihr auch endlich loszocken. Ich hoffe, ihr freut euch genauso und ihr werdet genauso geflasht sein, wie es ich seit Freitag bin, seitdem ich ja schon spielen darf. Also, es ist einfach nur der Hammer. Und man merkt jetzt nur, wir sind ziemlich weit weg vom Fahrzeug, deswegen haben wir keinen Traktorsound aktuell. So, aber wenn wir hier ein bisschen näher rangehen, funktioniert das auch wieder so. Und hier machen wir auch die zweite Düngestufe drauf. Dann wäre das Düngen abgeschlossen. Stellen wir den einmal auch hier unten irgendwo ab. Weil dann werde ich mit dem eigentlich... ja, holen wir zuerst den... den Ballenwagen oder die Spritze. Ja, wir müssen mal gucken, wo wir Unkraut haben. Da würde ich eher sagen, dass wir die Spritze holen, weil die Ballen kriegen wir ja immer noch vom Feld runter. Das sollte ja nicht so das Problem sein. So, das heißt, Kollege, du machst dich auch auf einmal. Ich muss immer gucken, wo ich hier längs fahren muss. Also, hallo. Ziel setzen. Zack, zack. So, oh, okay. Das war so nicht geplant für dich. Dann machen wir noch mal... Ziel setzen, zick, zick, zick. So, du fährst weiter. Der Drescher arbeitet hier wie eine Eins. So gut, dann lass uns noch mal ganz kurz gucken wegen Unkraut. Unkraut. Ja, guck mal, 1, 2, 3 mal Unkraut. Das können wir dann gleich noch morgen fertig machen. Wir werden hier einmal die Ballen pressen. Also wir haben auf jeden Fall zu tun für morgen. Deswegen würde ich sagen, schaut wieder vorbei. Wir sind nämlich erst einmal durch für heute. Ja, gerne Däumchen, Kommentare, alles Mögliche da lassen. Und dann ja, schaut gerne rein. Ich würde mich freuen. Auch heute Abend wieder live bei Twitch um 17:30, 18 Uhr so grob gesagt. Wie gesagt, guckt auch da gerne vorbei. So, das war's jetzt aber wirklich. Tschüss, bis morgen.